Jetzt. Christian schwärmt hier von einer parlamentarischen Kontrolle und das ist tatsächlich ein Grundpfeiler unserer liberalen demokratischen Grundhaltung. Was er aber dabei vergisst, ist zum Beispiel, dass unser parlamentarischer Kontrollausschuss überhaupt nicht wusste, dass der BND tatsächlich in gewissen Teilen mit der NSA zusammengearbeitet hat. Und das wird eben erst jetzt nach und nach sozusagen erforscht, nachdem Snowden tatsächlich diese Informationen geliefert hat. Vorher hatte in der ganzen parlamentarischen Kontrolle tatsächlich keiner eine Ahnung darüber, was dort tatsächlich vorgeht. Und wir glauben, dass es die Aufgabe des Bürgers ist, der das eben weiß, dann auch an die Parlamentarier zum Beispiel und an die Weltöffentlichkeit und an jeden anderen weiterzugeben. Wenn die Parlamentarier das nicht hören wollen, dann hat er gar keine andere Wahl, als an die Weltöffentlichkeit zu gehen. Und das hat Matthias zum Beispiel ganz klar gemacht, indem er gesagt hat, naja, von außen muss der Druck kommen, um diese Entscheidungen herbeizuführen. Weil ein Land manchmal, und das hat die erste Regierung auch schon ganz klar gemacht, weil ein Land manchmal eben gegen seine eigenen moralischen Prinzipien verstößt. Und warum ist das verwerflich? Und darüber haben wir eine ganze Menge geredet und gestritten. Und auf dieser Seite hier haben wir eigentlich nur eine einzige Sache gehört. Ja, aber es könnte ja auch etwas Schlimmes passieren. Jetzt werde ich mal kurz darüber reden, was ein Whistleblower ausmacht und warum er ein Whistleblower wird. Ihr habt die ganze Zeit diese Beispiele, und das könnt ihr als Rebuttal sehen hoffentlich, ihr habt die ganze Zeit diese Beispiele gebracht von den Leuten, die vielleicht über einen Foodstore sozusagen verraten, wenn wir dann ein kleines Camp aufbauen, bevor wir einen Krieg anfangen. Und ich sage euch eins, bevor ich diese Entscheidung treffe, aktiv gegen meinen eigenen Staat und gegen meine eigene Gesellschaft und gegen meine eigenen liberalen Motive zu handeln, weil ich selber eben in diesen Geheimdienst zum Beispiel hineingegangen bin, weil ich mich selber entschieden habe, für diesen Geheimdienst zu arbeiten, bevor ich in diesen Geheimdienst reingehe, treffe ich diese Entscheidung. Und wenn ich dann aktiv dagegen verstoße, wie Snowden, wie Bradley Cooper, wie all diese anderen, dann habe ich einen triftigen Grund. Dann habe ich einen triftigen Grund. Dieser triftige Grund muss so gravierend sein, dass er mich in meinen moralischen tiefsten Grundfesten erschüttert. Und das ist das, was Matthias meint, wenn er sagt, wir brauchen in unserem liberalen Staat ein mündiges Individuum. Darum habe ich auch die Frage in der ersten Opposition auch schon gestellt. Glaubt ihr denn nicht, dass diese Entscheidung von denen getroffen werden kann? Wir glauben, dass diese Entscheidung sehr wohl von diesen Menschen getroffen werden kann. Weil wir a. keine Idioten anheuern und b. weil wir unsere liberalische Grundordnung darauf stützen, dass die Menschen in der Lage sind, ihre eigenen Entscheidungen aufgrund ihrer eigenen Ideologien zu verfolgen und zu treffen. Bitte schön. Wenn es eine Geheimverhandlung mit Nordkorea gäbe, die zum Fall der Grenze führen könnte, die im Geheimen verhandelt werden muss. Und jetzt findet so jemand, mit solchen Schweinen verhandelt man nicht und er verrät deswegen die Verhandlungen, das kommt nicht zum Fall der Grenze, sollten wir das nicht bestrafen. Ich verstehe nicht, wie es dann nicht zum Fall der Grenze kommen könnte. Wir sollten es natürlich verhandeln, es ist ein Vertragsbruch. Ja? Aber im Prinzip habt ihr eine Sache außer Acht gelassen. Es ist immer ein Vertragsbruch. Ein Eidbruch ist es nicht, ist es vielleicht auch, aber ein Vertragsbruch ist immer strafbar. Was wir sagen, ist, man darf nicht diesen Stempel des Landesverrats darauf setzen. Deswegen hat Matthias auch Landesverrat nochmal definiert. Es ist aktiv gegen die Interessen des eigenen Staates verstoßen. Wir glauben, jeder liberale demokratische Staat hat es in seinem eigenen Interesse, dass er solche Dinge also eben aufdeckt, dass Antrag. Er sich eben selber natürlich antragt, dass er sich eben selber damit auseinandersetzt. Wir sagen nur, dass es eben totaler Schwachsinn. Wir sagen nur, dass man sich eben damit auseinandersetzen muss und dass diese Öffentlichkeit eben ein Recht hat, darauf diese Informationen zu erfahren. Ich werde jetzt in meinen Punkten darauf eingehen, warum das so ist. Auf der einen Seite haben wir bereits erklärt, warum die Öffentlichkeit die einzige ist, die tatsächlich den Druck ausüben kann. Warum es von außen kommen muss, ist zum Beispiel ein gutes Beispiel bei den USA. Was ist da passiert, als die NSA-Skandale tatsächlich aufgebraucht sind? Die südamerikanischen Staaten haben sich zusammengetan. Einen Tag nachdem das kam, hat die brasilianische Ministerpräsidentin eine Konferenz einberufen und hat gesagt, wir wollen da jetzt nicht mehr mitmachen, ich treffe mich gar nicht mit Obama, weil uns passt das nicht, was da gerade rausgekommen ist, und wir wollen ein Zeichen setzen. Das kann die öffentliche Weltbevölkerung aber nur machen, wenn sie darüber in Kenntnis gesetzt hat. Das heißt, solche Formen von Vertrauen kann eben nur aufgebaut werden, wenn ich das tatsächlich auch weiß, weil ich dann wieder anfangen kann, diesen Schaden zu beheben, weil ich mich dann zum Beispiel entschuldigen kann. Je länger das Ganze fortschreitet, desto schlimmer werden die Konsequenzen. Deswegen hat Matthias zum Beispiel über den Irakkrieg geredet. Wenn wir von dem Irakkrieg von Anfang an gewusst hätten, dann wären die Konsequenzen gar nicht so schlimm gewesen. Dann wären wir in den Krieg nicht eingetreten. Der Schaden an den USA selber wäre erstmal schlecht gewesen, aber eigentlich nur an der Institution der CIA und nicht an der USA selber. Warum? Weil die USA einen Weg gefunden hat, damit umzugehen, weil dann ein paar Leute entlassen worden wären, da wäre eine Konsequenz draus gezogen worden und folglich wäre die USA am Ende besser dargestellt. Heute ist es so, dass keiner der USA mehr vertraut. Und wenn sie einen Kriegsgrund liefern würden, dann ist das Vertrauen in diesen Kriegsgrund eben auch beschädigt. Das heißt, er hat hier sogar der USA einen Gefallen getan. Deswegen können wir gerade in diesem Fall nicht von Landesverrat reden. Aber warum ist es nun mal so wichtig für euch, dass ihr auch ein paar Fälle findet, vielleicht, in denen das möglich ist? Weil ihr versucht, ein Individuum zu finden, das aktiv gegen seinen Staat verstößt. Und weil das ja so unglaublich leicht ist, gegen diesen moralischen Kodex zu verstehen, versucht ihr zum Beispiel einen Fall zu konstruieren, in dem man dem Staat schaden kann. Ja, man kann dem Staat unter Umständen schaden. Was wir aber sagen ist, wenn man so eine Entscheidung trifft, dann hat man sie sich wohl überlegt. Wenn man sich diese Entscheidung wohl überlegt hat, wägt man die Konsequenzen gegeneinander ab. Und die ganzen Fälle, über die wir bis jetzt geredet haben, zeigen, dass diese Menschen tatsächlich das Beste für ihre moralischen Grundwerte wollten, für ihren Staat, für ihre liberale Demokratie. Und deswegen glauben wir,
wir, dass wir, wenn wir diesen Antrag sogar unterstützen, dass wir diesen Menschen diesen Tramp-Stamp, wenn ich möchte ich den mal nennen, ja, also diesen Stempel eben wegnehmen und sagen, hey, ihr müsst keine Angst mehr haben, nach vorne zu kommen, ihr könnt nach vorne kommen, dass wir dann sogar ein paar mehr Leute haben, die sich trauen, nach vorne zu gehen und dass das unsere Gesellschaft voranbringen wird. Warum? Weil wir glauben, dass jede liberale Demokratie ein paar dirty secrets hat. Wir glauben, dass jede liberale Demokratie ein paar Geheimnisse hat, die gegen die eigene Grundordnung verstoßen. Und wir glauben, dass das absolut schädlich ist, weil es eben die eigene moralische Grundfeste erschüttert. Deine Frage dazu. Du gehst jetzt immer davon aus, dass diese Whistleblower so moralisch sind wie Jesus Christus selbst. Nein. Wer aber garantiert dir, dass nach dem Antrag, wenn die Strafe zumindest geringer wird, nicht auch gegnerische, also Spione, Doppelagenten von gegnerischen Geheimdiensten davon profitieren? Okay, Landesverrat, mein Anfang ist Bürgertum. Ja, das heißt, ein Bürger dieses Landes entscheidet sich, zum Wohle dieses Landes etwas preiszugeben, das an Informationen gebunden ist. Worüber ihr redet, sind Spione. Spione sind etwas anderes. Spione geben es nicht der Weltöffentlichkeit, sondern einem anderen Staat, damit der daraus seinen Nutzen ziehen kann. Und kein anderer weiß darüber Bescheid. Das ist der fundamentale Unterschied. Was wir nämlich klar gemacht haben, ist, dass wenn die Öffentlichkeit es weiß, dass auch andere Mittel greifen. Es sind eben keine innerstaatlichen Verhandlungen mehr, sondern es ist tatsächlich die Öffentlichkeit, die dann auch demokratisch Druck machen kann. Die sagen dann, hey, wir wollen zum Beispiel gar nicht den Irakkrieg, weil wir wissen, dass da überhaupt gar keine Giftgaswaffen liegen. Wenn die Öffentlichkeit das wüsste, dass dort keine Giftgaswaffen liegen, hätte sie die Möglichkeit, darüber zu reden. Wenn die Öffentlichkeit das nicht weiß, aber ihr es an einen Staat gebt, wie ihr das gerade gesagt habt, der Spione, dann kann nur der andere Staat im Prinzip Druck ausüben und sagen, hey, also ich weiß, dass du Krieg führen willst, wenn wir das Geheimnis für uns behalten, dann musst du uns 2 Millionen Kredit geben oder sowas. Also faktisch ist, das nützt niemandem, das nützt dem eigenen Staat nicht. Wir glauben deswegen, dass Whistleblower einen Dienst an der Gesellschaft dienen. Okay, was haben wir ihnen gezeigt? Wir haben ihnen zu allen gezeigt, dass die Gesellschaft besser wird dadurch. Warum? Weil immer, wenn wir so etwas aufbringen, auf Basis von Ideologien, auf Basis von Überzeugungen von Menschen, wir damit auseinandergesetzt werden. Wir uns die Frage stellen müssen, warum jemand das getan hat. Und in der Regel haben wir jetzt bis jetzt gesehen, dass es zum Vorteil führt. Wir haben auch gesagt, dass die Öffentlichkeit eben Druck ausüben kann. Und zwar gerade die Weltbevölkerung. Dass gerade andere Länder, verbündete Staaten dann erst Druck ausüben können, wenn sie das wissen. Wenn ihre Bevölkerung das weiß, wenn ihre Bevölkerung dann sauer ist und Druck auf ihre eigene Regierung macht und so die Weltöffentlichkeit zum Beispiel Druck auf die USA ausüben kann und sich so der Staat verbessern kann. Und jetzt letzten Endes, warum ist es kein Landesverrat? Naja, weil es gut für das Land ist, wenn es sich verändert, weil es liberal bleibt und demokratisch bleibt in dem Moment, in dem wir solche faulen Zecken eben ausräuchern. Deswegen, meine Damen und Herren, für diesen Antrag.